Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer hoffentlich vergnüglichen Halbstunde mit Tratsch und Knatsch aus unserer Bundesrats-WG. Wir werden wieder ein bisschen zurückschauen auf ein ereignisreiches Jahr zusammen mit unseren 9 Bundesrätinnen und Bundesräten. Warum 9? Ja, 2 alte, 2 neue, 5 Restanzen, beziehungsweise also das, ja, so jedenfalls 9. Ihr seht, wir sind hier mitten im Epizentrum der Politik, in der Wandelhalle des Bundeshauses. Oder so ähnlich. Ja, ihr habt gesagt, ihr braucht einfach etwas Repräsentatives. Repräsentatives, Lisabeth. Eine repräsentative Nacht für die Ansagen hier. Eben. Und da kenne ich die Frau Buri von der Garderobe und die kennt der Chef da. Also habe ich schon keine Dings da. Connections. Eben. Also, selbstverständlich ist auch wieder unser Expertenteam mit dabei, das uns netterweise bei der Organisation der Dreharbeiten geholfen hat. Wir sind also im Foyer des Kulturcasino Bern, tun aber so, als wären wir in der Wandelhalle des Bundeshauses. Wichtig ist einfach das Ambiente. Und das Ambiente, das stimmt da. Gell, Konrad? Es war ja wieder einiges los hier im Bundesbern. Ja, man weiss eigentlich gar nicht, wo anfangen. Am besten beim Anfang. Und angefangen hat alles mit der Doris Leuthard, die in ihrem Präsidialjahr versucht hat, den ziemlich zerstrittenen Bundesrat zu versöhnen und quasi geeint und gemeinsam auf den Weg zu schicken. Ungefähr das drückt auch das offizielle Bundesratsfoto aus, das nach ihren Vorstellungen gemacht worden ist. Ja, das sieht man da ganz gut. Sie marschiert voraus und die anderen hingen dran. Die Frage ist einfach, ist Doris Leuthard wirklich die Leiterin von diesem Bundesrat? Ja, und ist der Bundesrat wirklich fähig, selbstbewusst in die Zukunft zu schreiten? Oder ist es eher so, wie vielleicht auf dem anderen Foto, wo sicherheitshalber auch noch gemacht worden ist? Excuse. Man sieht da den Bundesrat in der Tat in einer defensiven Attitüde. Wie auch immer, jedenfalls hat sie es versucht, Bundespräsidentin Doris Leuthard. Ich kann jetzt nicht! So läutet sie doch später wieder an! Hast du unser Foto gesehen, Moritz? Das symbolisiert doch wunderbar den dynamischen Weg vom Bundesrat in unserer globalisierten Gesellschaft hin zum... Moritz! Hans-Rudi, gerade als Willensnation, das habe ich schon in meiner Neujahrsansprache betont, ist der selbstbewusste Vorwärtsgang eine Vermittlung im Prozess vom Umbruch und so identitätsfördernd. Weißt du, was ich da genau sagen will? Nö. Haben wir uns bei Kasachstan schon entschuldigt für mein Redverbot? Keine Ahnung. Oh, Achtung, sie ruht! Mischling, wir müssen jetzt gemeinsam und solidarisch die Herausforderung im Bewusstsein von der Verantwortung. Oui, Doris, aber wir haben noch andere Probleme. Haben wir uns bei Usbekistan entschuldigt? Besser, ich schaue nach. Was genau will sie sagen? Keine blasse Ahnung. Die direkte Demokratie. Ja, Doris, aber wir haben noch andere Probleme. Schau da, da. Weißt du, aus dem Ausverkauf? 27,50 statt 59 Franken. Polyester. Ja, weißt du, Doris, wir müssen sparen. Finanzkrise, AHV, IV, gibt es übrigens auch in Blau. Nein, danke. Ja, dann willst du wieder mit deinen teuren Designerklamotten am nächsten Staatsempfang und unser Budget belasten. Hättest du lieber mit V-Ausschnitt. Oh, da kommt deine Figur wunderbar zur Geltung. Moritz, wenn wir die schweizerische Identität, das Verständnis vom Aufbruch verstehen. Ja, Doris, aber wir haben hier jetzt ganz andere Probleme. Jetzt ist wieder einer von diesen Postverwaltungsräten zurückgetreten. Warum? Ja, weil der eine nicht zurückgetreten ist, der hätte sollen zurücktreten, weil der eine hier jetzt zurückgetreten ist. Aha. Schau, da habe ich
auf dem Wühltisch gefunden. 15.90 Franken. So eine blöde Gumsel haben wir sie fast weggeschnappt. Was soll das? Ja, weißt du, so können wir bei der Kleiderentschädigung sparen. Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Oder hättest du lieber ein Karomuster? Nein! Also, was macht ihr da eigentlich? Ich glaube, sie wird als Bundespräsidentin mit uns, wie auf dem Fötterli da, mutig voranschreiten. So, wohin genau? He? Moritz, wenn ich meine Neujahrsansprache richtig interpretiere, dann muss ich sagen... Weißt du, Moritz, wir müssen einfach... Schau, Doris. Von diesen da gibt es 3 für 2, wenn man 4 nimmt. Also irgendwie ist es noch schwierig, als Bundespräsidentin den Bundesrat zu führen. Am besten sagst du einfach, was du willst. Ich erkläre es nochmal. Nein, lieber nicht. Mischlin, ich erkläre es nochmal. Der Aufbruch im Umbruch. Sehr schön, ja. Aber ich muss nach Kyrgyzstan und dort für Minarettverbot am besten persönlich entschuldigen. Dann komm gerade mal da hin. Komm. 3,40 Stuhl. Ah nein, das ist ein 36. Ich habe da noch ganz herziges Reisekostüm. Ich habe auf die Hälfte gesetzt. Also jetzt ist der von der Post zurückgetreten, der nicht zurückgetreten ist, weil der andere zurückgetreten ist von seinem Rücktritt und jetzt doch zurückgetreten ist. So, jetzt langt's. Ich bin Bundespräsidentin und ich will, dass alle mal zu mir kommen. So, und jetzt schreiten wir als Übung mal alle gemeinsam voran. So wie auf dem Foto da. Und los! Also, wenn ihr so weitermacht, dann sage ich es dem Volk. Und alles wegen dem Fötterli. Vielleicht sollten wir doch den Bundesratsfötterli aufhängen, wo wir vor dem da gemacht haben. Ist doch auch ganz schön. Und kommt der Realität ein bisschen näher. Oder? Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen, dass wir unsere beiden Experten eigentlich gar noch nicht richtig vorgestellt haben. Ja! Es freut uns wiederum sehr, dass Lisbeth Stadler aus der Bundeshauskantine... Krummenacher Stadler, Lisbeth! Was? Ja, wir haben nämlich geheiratet, Elisabeth und ich. Ja, in diesem schönen Kapell hier auf der Luigisegg oben. Gratuliere. Auch wieder mit dabei der Konrad Krummenacher. Stadler. Krummenacher Stadler, Professor für angewandte Analyse, Schwerpunkt Politik. Das ist richtig, ja. Aber zur Sache. Ich finde, man sollte vor allem auch den Störstritt mit Deutschland in den Fokus des bundesrätlichen Interesses stellen. Ja, gestohlene CDs mit Bankendaten drauf, dann das Gestürm um das Doppelbesteuerungsabkommen. Ja, da hat ja die deutsche Regierung unsere Bundesräte ziemlich schleudern gebracht. Allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich mache Ihnen ein allerletztes Angebot. Hören Sie, ich fordere das... Oh. Hans-Rödi, ist etwas? Nünder als nünd. Also sogar gerne. Also weniger als etwas? Genau, ja. Dann ist ja gut. Halt! Du darfst da nicht rein. Hans-Rödi, da ist doch etwas mehr als etwas. Lass mich sofort da rein. Aber bitte auf deine Verantwortung. Das ist ja unerhört. Ich bin Bundeskanzlerin und ich bestehe. Das ist ja Frau Merkel, das Angie. Ja, ich habe sie unter Hausarrest gestellt. Du hast sie gekidnappt. So würde ich das nicht sagen, nein. Wir haben uns zu keinem Verhandlung getroffen. Ohne uns etwas sagen. Ja, sonst wäre es ja nicht mehr geheim. Aber es war ein komplettes Desaster. Jetzt verhandle ich mit der deutschen Regierung über... Nein! Ja. Was ist los? Ich kann noch meine Langlaufski holen. Das hat ein Nachspiel auf höchster diplomatischer Ebene. Insbesondere...
Hans-Rüdi hat sie geknöpft. Oh, das finde ich gut. Ich würde Ihnen sagen, wir haben sie verhaftet. Als Kriminelle und als Hehlerin, das wäre dann legal. Genau. Allerdings müssen wir sie natürlich über ihre Rechte aufklären. Also da wollen wir korrekt sein. Du meinst wie ein Krimi? Ja. Sie haben das Recht, schwiegen. Alles, was Sie sagen, das kann gegen Sie verwendet werden. Ich habe von der deutschen Regierung sämtliche CDs mit Bankdaten darauf zurückgefordert. Oder? Merkel bleibt da. Oh la la. Wir bekommen CD zurück? Nein. Aber sie zahlen 10 Millionen. Für zurückbekommen Angela? Nein, wenn wir sie behalten. Merde. Merde denn je, wir müssen verhandeln. Also gut, ich probier's noch mal. Ich bin ja schließlich der geschickteste von uns, ne? Ja. Wenn du meinst. So, jetzt reicht's! Genau, jetzt wird verhandelt. Absitzen Sie hin. Ganz wie Sie meinen. An mir soll es nicht liegen. Schauen Sie, wir sind doch nachbarschaftliche Freunde. Sie müssen doch uns Schweizer auch verstehen, wie... Papalapap, es gibt viele Arten, Geld zu verdienen, aber nur eine ehrliche. Und die wäre? Wusste ich doch, dass Sie die nicht kennen. Was wissen Sie denn schon von der Schweiz? Wie viele Bundesräte gibt es? Und wie heißen Sie? Es gibt viel zu viele und ich heiße Angela Merkel. Das ist schon etwas ein eingebildeter Tüpfi. Ach was! Sie sollten besser mal zu einem guten Friseur gehen. Ça alors! Uli, verhafte Sie wieder! Gehen? Was fällt Ihnen ein, Alpüy? Gehen Sie doch mal zu gut Friseur. Herr Westerwelle hat mir 50 Euro gegeben für den Friseur. Und böse Zungen behaupten, ich hätte diese Spende unterschlagen. Aber das stimmt nicht! Ja. Und jetzt? Ruf sofort! Deutsches Regierung an! Für zurücknehmen wieder! Wird aber nicht einfach. Vielleicht geht's ja freiwillig. Ich weiche kein Jota, bis alles vom Tisch ist. Nochmals Merz wegen Ihrer Kanzlerin. Was? Jetzt verlangen die 1000 weitere Bankkonten, sonst nehmen Sie sie nicht zurück. Unmöglich. Lasst euch eines gesagt sein, ihr Provinzbanaus. Einverstanden. Einverstanden. Was? Jetzt wollen Sie auch noch einen Tag der offenen Tür bei der UBS besuchen. Unmöglich. Falls das noch nicht klar sein sollte, ihr Bonser, Einverstanden. Einverstanden. Kommen Sie sofort holen. So, dann mache ich jetzt eine Pressekonferenz und gebe die neueste Resultat von unseren Verhandlungen bekannt. Dann wird das Volk aber wieder mal stolz auf uns sein, gell, Ueli? Nicht nur mit Deutschland. Auch mit Amerika haben wir ja ein angespanntes Verhältnis gehabt. Warum, ist klar. Wegen unseren Grossbanken. Mit ihren nicht immer ganz lupereinen Beziehungen zu ihren amerikanischen Kunden. Wie wenn uns unsere Banken nicht schon genug grosse Sorgen gemacht hätten wegen der Finanzkrise. Kein Wunder, also hat man das Geschäft von den Grossbanken strenger regeln. Ja, also die einen. Den anderen ist es ja wieder zu weit gegangen. Also hat man zwischen den Parteien einfach kehren und händeln, wie viel Regulierung das es jetzt wirklich braucht. Hin und her und her und hin. Wie auf dem Basar. Also apropos händeln. Herr Müller, auf Terrasse könnte man sonst auch noch. Apropos händeln. Kommt, Herr Müller. Apropos Händeln, Fußball-WM ist auch gsi, und auch da ist gehändelt worden. Bist du wieder an deinen Panini-Bildli, Hans-Rudi? Oh, der Lionel Messi, der fehlt meinem Götti-Buch. Nein, den gebe ich nicht an. Kannst du einen von deinen Algerier haben, da? Der Belkhadi. Oder der Gauaui. Die habe ich beide doppelt. Ich glaube auch schon bei seinen Doppelten da. Hey, zeig mal an. Nein. Was, mal? Finger ab der Rösti. Du hast den Barnetta. Ja. Gib mir den Messi, dann bekommst du den Barnetta. Glaubst du doch nicht im Ernst, dass ich auf so einen Deal eingehe? Dann lass es halt bleiben. Wir müssen sowieso noch ein bisschen Politik machen. Also, dann stimmt jetzt also deine CVP dem UBS-Vertrag mit den Amerikanern zu? Ich glaube schon. Mit einer verbindlicheren Bankenregulierung, einer Bonusbesteuerung im Rahmen Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Deine CVP lässt sich doch von der SP erpressen. Glaubst du doch nicht im Ernst, dass meine FDP auf so einen Deal eingeht? Dann lasst es halt bleiben. Es sei denn, du gibst mir den Barnetta.
Dann können wir darüber reden. Nichts ist. Das ist unser letztes Wort. Sei denn, du gibst mir den Alo o e Fulu, dann rede ich noch mal mit der Partei. Was, wie heisst der? Alo o e Fulu. Ja, ich hätte den Asou Ekoto. Ja, der ist aus dem Kamerun. Ich wollte aber den Alo o e Fulu. Alo o e Fulu? Schon wieder so ein Vulkan, der das Asche ausspückt. Wie der andere da, der Heye Trala Gulfala. Heya Fiala Strull. Lala. Also mit Jökul am Schluss. Hey, also ja, Fiala, tralalala, wie ich gesagt habe. Und der andere, der Hallolulu. Der ist ein Fußballspieler. Ah oui? Den kenne ich ja noch gar nicht. Hast du mit deiner Partei geredet, Mischlin? Oui. Wenn der Staatsvertrag mit USA durchkommen soll, fordert die SP Regulierung von die Eigenkapital von die Großbanken, strenge Vorschrift für die Liquiditätsreserven. Schweinsteiger! Wie sagst du mich? Kaka! Ça alors! Und sogar der Weinruni hätte der Löwe für uns bekommen, wenn ihr das Punkt der Eigenkapital nur bei einer Empfehlung belohnt. Der Runi hat er dann aber am Darbele weitergegeben, zusammen mit dem Cannavaro und dem Zambrotta, so als kleinen Anreiz, dass wir Strukturanpassungen bei den Grossbanken wegen Too Big to Fail zustimmen. Das ist eine ganz fiese Mischlerei. Das Mindeste, was ich fordere, ist der Martin Steckelenberg. So habe ich wenigstens die Holländer vollständig. Auch die FDP sollte etwas mehr bereit für Kompromiss sein. Naja, was ich will. Ich will den Martin Steckelenberg. Wir müssen doch aufeinander zugehen. Ich will den Martin Steckelenberg. Ich lerne mich doch nicht erpressen. Aber das ist doch Kindergarten, diese Spiele alle. Es geht um die Zukunft von der Schweiz. Ich will den Martin Steckelenberg. Dann gib ihm doch diesen Martin Finger Steckelenberg. Finger auf der Rüstung. Leuthard, der japanische Botschafter. Siehst du, wie ernst das Lage ist? Jetzt mischt sich sogar Japan ein. Moment, ich übernehme da. Nakamura, Okazaki, Hashimoto, Matsui, Tanaka, Kawashima. Hi. Seit wann kannst du das Japanisch, Hans-Rüdi? Ah, ich will nur wissen, welche japanische Spieler ich schon habe. Hat jemand den Sibibi Chabalala? Oder den Kinedu Obasi Okbuki? Moritz, sogar du! Ja, so scheiße wieder, ich sage so einen Intellektuellen. Also, schön wäre natürlich der Kang Min So. Ich hätte Lee Jung So. Nein, Kang Min So. Oder Ki Sung Yuing. Und Lee Won Ye. Lee Geun No. Nein, das macht nichts. Wo stehen wir eigentlich mit dem Staatsvertrag mit der USA? Ich rufe jetzt das Präsident Obama an und erkläre ihm nochmals unser kompliziertes demokratisches System. Fragst du ihn, ob er noch ein paar Jahre warten könnte, bis wir den demokratischen Prozess abgeschlossen haben? Und frag ihn doch bitte, ob er nicht zufällig auch noch den Martin Steckelenberg hat. Ja, und was schaut raus bei dieser ganzen Feilscherei? Bankmanager tanzen uns weiterhin auf den Nasen rum und machen genau gleich unanständig weiter wie vorher. Ach, so ist das. Was ist? Obama ist gerade in das schwierige Verhandlung mit Medvedev über das noch mehr Atomabrüstung und sie kommen nicht weiter. Warum? Medvedev will noch Ronaldinho, Radosavljevic und Itzaguirre haben. Wie heißt die? Radosa. Der Ronaldinho hätte. Der Ronaldinho hätte. Un moment, Monsieur le Président. Vielleicht wir können helfen. Riedlowatz. Vljevic. Radiso. Radosa. Ja, ich habe Brille nicht. Das ist doch eine wunderbare Aussicht. Schöner als auf der Bundeshausterrasse. Und wenn ihr das Bundeshaus als Sujet wollt, dann müsst ihr daher stehen, dann sieht man es nachher hinten dran. Viel zu reden gegeben hat. Hey, da! Was? Da? Ja, und jetzt machen da eure Ansage. Auch viel zu reden gegeben hat dort im
Bundeshaus, die Armee. Im VBS scheinen ja offensichtlich chaotische Zustände zu herrschen. Ja, da findet man plötzlich 400 Panzer, die man an Söpfen schrotten. Nachher die teuren Computersysteme, die nicht funktionieren, die lauter Fehler verursachen und überhaupt nicht zusammenpassen. Da fragt man sich natürlich schon, ob im VBS überhaupt noch irgendjemand rauskommt bei diesem Computergestör. Mein Mann, der Konrad, ist ja Berater vom Herrn Maurer. Er erklärt ihm gerade den Unterschied zwischen Software und Töpperware. Also, mich wundert es ja, dass bei der letzten Departementsverteilung der Ueli Maurer nicht in die Landwirtschaft gewechselt hat. Ja, woher? Da haben ja die Bauern der Frau Leuthard Stiefel nachher geschmissen. Stimmt, ja. Licht hat man es offenbar nicht als Bundesrat. Auch wenn Ueli Maurer zum Beispiel nicht nur der Mann von der Frau Krummenacher Stadler als Berater zur Seite steht. Sorry, Christoph. Was machst denn du da? Du darfst doch gar nicht da sein. Papp. Ich muss mit dir reden, Ueli. Unsere Armee ist ein Sauladen und du hast das nicht im Griff. Natürlich habe ich. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Aber was? Nicht. Siehst du. Du brauchst meine Beratung, Ueli. Jawohl, Christoph. Aber wenn dich da jemand sieht... Was sind das für Stiefel da? Das sind... Achtung, es kommt jemand. Sali, Ueli, was sind das für Stiefel da? Ah, so eine Art Kampfstiefel. Sind da noch verschiedene Modelle in der Evaluation. Ich teste gerade ihre Flugtauglichkeit. Warum? Willst du unsere alten Kampfjets mit Stiefeln setzen? Also das hier, das ist jetzt zum Beispiel das Modell Alpenrakete. Stand mal geschwind dort über, Doris. Hast du eine Sicherung draussen, Ueli? Ja, ich habe gerade die Nase voll vom Militär und mache jetzt lieber Landwirtschaftspolitik. Wir rüsten jetzt alle unsere Bauern mit Wurfstiefeln aus. Das ist das Modell Kuhgranate. Note ungenügend, zu wenig Durchschlagskraft. Was ist los? Hast du nicht mehr alle Gewehre im Schrank? Warum? Ich bin ja schliesslich ein Bauernsohn. Und du mit deiner EU-freundlichen Landwirtschaftspolitik bist dir ja gewöhnt, dass die Bauern ihre Stiefel anrühren. Ja, und das finde ich sehr unsensibel von denen. Gerade ich, der immer konstruktiv und mit Einbezug des Landwirtes den Weg von der gemeinsamen Gesprächsbasis gesucht habe. Eben. Hättest du gescheit gelernt, wie man eine Kuh melkt. Misch dich da nicht um. Da. Der Bundesrat wird jetzt mit einem Hygienebeutel ausgerüstet. Wer weiß, vielleicht brauchen wir keine neuen Kampfjets. Vielleicht können wir den Find einfach wegnüssen. Fetsch! So, das war jetzt mal eine gute Idee gewesen, mit diesen Stiefeln, Ueli. So, komm, stehen wir geschwind rüber. Jawohl, Christoph. Was? Das ist Modell Standard. Ja, das ist nicht schlecht. Mir ist es auch lieber, du postest ein paar Stiefel statt ein paar Flugzeuge. Für unsere Armee gibt es kein Geld mehr, bis wir den Sauladen wieder in Ordnung haben. Ja, aber... Nicht aber. Was unternimmst du eigentlich in dieser Sache? Vorschläge? Zuerst muss das Problem von all diesen verschiedenen Softwaresystemen im VBS gelöst werden, die hinten und vorne nicht zusammenpassen. Und jetzt hast du da ein Spezialistenteam engagiert? Wenn es nichts kosten. Und darum habe ich eben... Ich glaube, ich habe eine Spur gefunden für Lösen deines Software-Chaos, Ueli. Also nochmal die Problem. Immer wenn du eine Mail in deine VBS auf deine Computer bekommst... Attention, da kommt gerade eine Mail. Also wenn Mail kommt... Dann wird es wegen einem Software-Systemfehler dunkel und Notbeleuchtung schaltet sich ein. Und wenn ich dann auf die Lichtschalter knöpfe, geht die Radio an, dafür ist wieder normal Licht. Genau, aber wenn ich dann das Radio ausschalte, dann geht ein Anruf ins Aussendepartement. Und wenn ich dann auf mein Handy drücke und Telefon abnehme... wird das allgemeine Mobilmachung ausgerüft, so lange, bis die Mail wieder gelöscht ist. Ja, wir haben da eben im VBS alles vernetzt. Das hängt alles mit allem zusammen, softwaremäßig. Und jetzt kommt kein Sohn mehr raus. Und dann... Bist du nicht mehr kompatibel mit dem gesunden Menschenverstand? Aber ich habe Lösung. Wenn ich SMS schicke an die VBS, dann geht... Wie wir wissen, los die Sprinkleranlage. Aber jetzt
Ich weiß, wie man wieder abstellen kann, diese Sprinkler, wenn man laufen lässt, die Radio. Ja, ja, schon, Micheline, aber weißt, wenn ich dann das Radio wieder abstelle, dann kann er läutet es wieder im Aussendepartement. Ja, da muss ich noch etwas arbeiten dran. Und mach doch endlich aufräumen mit diesen Stiefeln. Die sind... Oh, da ist dann aber eine schöne Expertin engagiert. Ja, sie hat gesagt, sie kommen ein bisschen raus. Und sie macht es gratis. Na, vielleicht sollen wir die Armee gerade abschaffen und neu aufbauen. Das käme am günstigsten. Schon komm, ganz zum März sollte das mal durchrechnen. Jetzt? Ja. Ich habe herausgefunden, man muss zuerst Mobilmachung erklären, damit mit die Radio nicht die Licht ausgeht, bevor du Mail erhältst. Ja, ja, ist ja schön, Micheline, aber muss entschuldigen, ich muss. Ich muss, ich muss. Und Stiefel lässt er einfach auf Tisch, wo nicht hingehören. Muss ich hier eigentlich alles selber machen? Oh. Micheline, hast du schon Hygienetüten? So, dann haben wir wieder etwas Ordnung da. Ach, du Heiligsverdiener. Das ist ja noch viel schlimmer, als ich denke. So. Und jetzt zu dem politischen Ereignis, das uns alle bewegt hat. Sie sprechen die letzten Abstimmungen an? Nein, ich spreche den Lachanfall vom Bundesrat Merz an. Ihr könnt euch sicher erinnern. Zum Beispiel... Zum Beispiel Bündnerfleisch. Und es ist übrigens nicht bei dem einen Mal geblieben. Und zwar wegen der neuen Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Eine sehr kompetente Person. Flüssig, engagiert und gewissenhaft. So ist es. Und das hat sie auch sofort bewiesen. Und zwar schon bevor sie offiziell ihr Amt antreten hat. Ah, Simonetta, schon da. Hans-Rudi, es stört dich doch nicht, wenn ich mich schon mal ein bisschen in die Akten einschaffe. Ah, nein. Ich suche nur den Entwurf zum Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland. Ja, und insbesondere den Protokollzusatz. Ja, und dann noch den Passus. Ja, und dann suche ich noch... Merci. Weißt du, Simonetta, das ist eine hochkomplexe Materie. Da braucht es. 2 Komma auf Seite 3. Artikel 5 Absatz 2 ist überflüssig. Und gestern hättest du die geglätteten Hemden abholen sollen. So, da habe ich den Zettel hineingelegt. Sehr gut, Simonetta. Ja, ja, dann sagt man. Dossierkenntnis und zwar in allen Departementen. Das ist das A und das O für eine gute Regierungsarbeit. Was ist das, Moritz? Das kenne ich noch gar nicht. Schuld und Sühne von Dostojewski. Es geht da um... Offenbar um einen armen Schlucker, der zum Mörder wird. Hallo, darf ich es vielleicht selber fertig lesen? Das ist ganz zertifig, weißt du, Moritz? Ups, und die ist eingeschäffert. Das ist Gebrauchsanweisung für den Mixer, Simonetta. Macht nichts, ich will auf alles vorbereitet sein. Ah, das seid ihr. Ich mache ein kleines... Überraschung für Abschied und backe Zitronenkuchen. Irgendwo ist Rezeptbuch. 3 Eier, 200 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz und Zitronen. Genau. Oh la la, du kennst aber gut. Und dann mit Mixer. Der Kippschalter auf 1 läuft 3-stufig, hat eine Querscheibe mit Knetzusatz. Los mal, Simonetta. Eigentlich hätten wir hier noch einen ganz gemütlichen Abend wollen. Ich bin schon weg. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich noch ein bisschen Arbeit heimnehme. Viel Spass. Micheline, dein Mann hat morgen Geburtstag, nicht vergessen. Simonetta! Ja, denke ich, du mein Wissen und meine Arbeit vollumfänglich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen und mit ganzer Kraft... Simonetta! Excuse. Hat dir niemand erklärt, wie Regieren bei uns wirklich funktioniert? Ja, das wird sie dann schon herausfinden. Oh ja, kommt.
das Spiel Departement verteilen. Nein, bitte nicht. Doch, Moritz, nur noch ein letztes Mal. Wie schlimm? D'accord, von mir aus. Jetzt! Schon versetzt! Noch ein einziges Mal. Nein, jetzt langt's. Also eigentlich bin ich ja ganz froh, habe ich mit dem ganzen Kindergarten nichts mehr zu tun. Also wenn die Leute draussen wüssten, was wir da innen treiben und zu was das wir gezwungen werden, dann... Nein, jetzt hör auf, Micheline. Wir rüben jetzt auch nicht mehr das Kollegialitätsprinzip. Aber ich war gut. Ja. Ich werde immer besser. Super, Micheline. Und jetzt spielen wir noch «Wer ist schuld?». Nein. Doch, da habe ich immer verloren. Und ich will wenigstens einmal, bevor ich gehe. Also gut. Gut aufpassen, ja. Was hinter Rücken passiert. Lumpen legen, Lumpen legen, Lumpen ist gelegt. Schon wieder ein! Zuerst gehst du mit viel Power rein. Dann wirst du umgewandelt. Bis nur noch Schwachstrom rauskommt. Was ist das? Ein Transformatorenhäuschen. No! Konrad! Nicht nur Simonetta Sommaruga hat sich als Frischling sozusagen zuerst mal im Bundesrat zurechtfinden müssen. Das Gleiche gilt auch für Johann Schneider Ammann. Wo sind wir? Neue Bundesräte. Aha, ja. Also, wer neu ist, der muss sich halt zuerst einmal integrieren und anpassen. Das ist am Didier Burkhalter zum Beispiel so gut gelungen, dass man überhaupt gar nicht mehr merkt, dass er einmal gewählt wurde. Der Johann Schneider-Ammann hat sich ja einiges vorgenommen. Und er wollte vor allem seine Erfahrungen als Unternehmer in das Gremium einbringen. Aber wie das bei den anderen ankommt, ich weiss nicht recht. Schweiz AG, ihr seid mit dem CEO Johann Schneider-Ammann verbunden. Unsere Bürozeiten sind von 8 bis 12 und von 2 bis 5. Wenn ihr euch bitte, könnt ihr daran halten. Danke. Das ist jetzt vielleicht wichtig, Johann. Wichtig sind Telefon zwischen 8 und 12 und 2 bis 5. Richtig, Uli. Das ist Effizienz. Wir müssen im Bundesrat endlich anfangen, unternehmerisch zu denken. Was machst du da? Oh, ich probiere möglichst effizient einen Gritti-Benz zu bauen für unsere Fansaktion. Den Michelin-Benz, den habe ich schon gebacken. Sehr schön. Ich könnte es noch besser. Ja, dann mach's doch du. In einem gut geführten Unternehmen muss jeder das machen, was er am besten kann. Ich kann am besten delegieren. Hat jemand meine Kaffeetasse gesehen? Ich habe den Produktionsablauf optimiert. Schau. Tasse. Kaffee, Rahm, Zucker. Mit dieser Kaffeepause, Produktionsstrasse, sparen wir Zeit. Ich brauche noch Zuckerli. Und wir haben einen Mengenrabatt von 0,026 Rappen pro Gramm. Weißt du, er bringt da seine Erfahrungen als Unternehmer in Michelin. Schau da. Der ist aber gut. Auch für eure Nahostreise konnte ich kostengünstig einkaufen. Beim 5. Israel-Aufenthalt bekommst du das Käppi gratis, Uli. Und für den Michelin habe ich eine ganze Iran-Kollektion bekommen, zum halben Preis. Ich habe die Noten gefunden. Fangen wir gerade an? Oder reicht es noch für ein Teeli?
Aber du musst aufpassen, Simonetta. Er hat die Tasse nicht mehr im Schrank. Ich weiß. Teebütteli, Wasser, Tassli. Genau, so erreichen wir die größtmögliche Effizienz. Zucker? Nein, danke. Das sollte jetzt der Pausengetränkablauf auch noch klar sein. Ja, hat jemand meine Kaffeetaste? Dann könnten wir jetzt also die frei gewordenen Kapazitäten und Ressourcen in die Proben der Weihnachtslieder investieren. Bitte, Simonetta. Leise rieselt das Schnee, das tut niemandem weh. Tralalalalalala. So geht das nicht. Das ist einfach keine Unternehmenskultur da. Aber es macht mehr viel Spass. Also, unsere Klavierlehrerin. Bundesrätin. Unsere Klavierspielende Bundesrätin leitet ab sofort Projektgruppe Adventssingen. Bitte. Also, nochmal. Wenn ich mich da vielleicht kurz dürfte als Projektgruppenleiter Gritti Benz zu Wort melden. Wir sind denn da im Falle keine Firma. Eben. Ohne unternehmerische Strukturen ist das hier alles nur ein Leerlauf. Papperlapap. Als Unternehmer finde ich Papperlapap keine fundierte Analyse. Papperlapap. Mischlin, ich muss das als Provokation auffassen. Oh, und ich du fröhliche, oh, du selige. Prima. Ich habe den Chorgedanken immer als erfrischend empfunden. Ja, Papperlapap. Was soll die Adventsaktion vom Bundesrat eigentlich? Wunderbare Werbung. Gritti Benzenbacher für einen guten Zweck, gemeinsames Singen. Das bringt Imageförderung, die wir in unserer Firma, also im Bundesrat, so bitter nötig haben. Unternehmerisches Denken. Tasse Kaffee-Rahmzucker. Hat jemand meine Kaffeetasse? Also, nochmal. Freue, Freue. Unsere Firma Bundesrat GmbH wieder Verwaltungsratssitzung, Johann. Das ist der richtige Ansatz, Mischlin. Wie wär's in 15 Minuten mit einem kurzen Briefing über unser neues Unternehmensleitbild? Gut, und ich streike. Es lebe die Wirtschaft. Au revoir! Geht ihr denn also auch einmal? Das ist aber nicht im Sinn vom Unternehmen. Woher? Hi! Ich werde jetzt als Dividenden ausgeschüttet, wenn du so besser verstehst. Du kannst ja mit mir singen, Johann, wenn du den Ärger hast in der Firma. Das ist keine Firma. Das ist eine soziale Wohngruppe. Klingelt es da oben? Klingle, klein, klingelingeling. Klingle, klein, kling. Lass mich ein, ist du. Soweit unser Rückblick auf ein turbulentes Jahr im Bundeshaus. Uns bleibt nur noch eins auf. Auf. Nein, ich habe da noch etwas. Das nächste Mal könnt ihr das Zeug hier organisieren und der Konradeli und ich machen die Ansagen. Das ist ein kühner, aber auch ein sehr überlegenswerter Vorschlag, Elisabeth. Gell? Auf Wiedersehen miteinander. Ade. Ade.